meine Frau und die Mutter meines Sohnes, die würde plötzlich diese ganz, ganz nahe Beziehung zu unserem Sohn entwickeln. Sie würde ihn an die Brust nehmen und würde eine ganz, ganz enge Bindung herstellen zu unserem Sohn, mit dem Unterschied, dass ich nicht Teil dieser Verbindung war, dass ich irgendwie nebendran stand und nicht einbezogen war. Und ich war damals nicht in der Lage, darüber mit meiner Frau zu sprechen, das meiner Frau mitzuteilen. Abgesehen davon, dass wir keinen Sex hatten, weil sie gerade aus der Operation gekommen war und all diese Dinge. Aber auch das, vor allem das Ausgeschlossensein, ich konnte nicht darüber sprechen. Ich stand da und war beschäftigt mit Dingen wie die Windeln zu reichen oder andere technische Verrichtungen, während sie in der ganz engen Beziehung mit dem Kind war. I specifically remembered she was getting better and the baby was doing well. And we put the baby to sleep. I was saying, yay. And we had sex for the first time. This was like a month and a half later. And we're having sex and the baby started to scream. And I wanted to say, shut the fuck up. Ich erinnere mich ganz besonders gut an die eine Situation, etwa anderthalb Monate nach der Geburt, wo der Kleine schließlich eingeschlafen war und wir Zeit füreinander hatten und wir uns zum ersten Mal wirklich wieder als Mann und Frau begegnet sind, getroffen haben und zum ersten Mal wieder Sexualität geteilt haben. Und kaum hatten wir begonnen, da fängt der Kleine an zu schreien in dem Zimmer. Ich dachte, nein. Ich wollte, am liebsten hätte ich geschrien, verdammter Mist, halt die Klappe. Aber natürlich habe ich das nicht gemacht und stattdessen haben wir natürlich uns voneinander getrennt und wir sind in dem Zimmer und haben uns um unseren kleinen Sohn gekümmert. Buddha Prem, it's being a father. It's being a father. Often you have to make yourself second with a baby, even though you don't feel like it, you gotta be there because the baby is totally helpless, you know. Listen, Anjali, you have to share with her your frustration, what irritates you. Just share it. It's just the act of sharing it with her, it makes it a little bit better. It's not a solution, but hey, right now I just want to spend some time with you, and I can't because babe's crying. You know, sure. That's the only thing I could say. It's because, you know, the baby's helpless. It needs you all the time. It's not like I'll put you aside for 6 hours. You know, it doesn't work that way. Ich kann mich wirklich gut mit dir und deiner Situation identifizieren. Das ist einfach, was es bedeutet, Vater zu werden. Es bedeutet, ganz oft sich selbst bewusst an die zweite Stelle zu setzen, den zweiten Platz zu wählen, einzunehmen, weil das Baby braucht den ersten Platz. Das Baby ist hilflos. Das braucht die Zuwendung der Mutter, der Eltern. Und man kann das nicht 6 Stunden einfach mal auf die Seite tun und sagen, oh, lass uns jetzt mal miteinander eine gute Zeit haben und wir kommen 6 Stunden später zu dir zurück. Das funktioniert so nicht. Und was euch helfen kann, ist, wenn du darüber mit Sanjula sprichst, wenn du ihr das mitteilst, wenn du ja, das mit ihr teilst, das, wie es dir geht, deine Frustration, deine Schwierigkeit in der Situation, das zurückgesetzt fühlen, nicht mehr so nah zu sein, all die Dinge. Ich sage nicht, dass das die Lösung für alles ist, aber es kann es leichter und besser machen. I was told that Gurdjieff, this famous enlightened master, in his center, he had signs, written signs. And one of the signs that was written was, if you want to know how far a man has come, look at how much he loved his parents. How far a man has grown, how much he loved his parents. You know? I was impressed with that, really impressed. Ich habe über Gurdjieff
gehört, den kennen vielleicht einige von euch, ein erleuchteter Meister. Der hatte Zeichen in seiner Schule an den Wänden und auf einem dieser Zeichen stand: Wenn du wissen willst, wie weit ein Mann gekommen ist, wie sehr er sich entwickelt hat, dann schau, wie sehr er seine Eltern liebt, geliebt hat, lieben kann. Ich war sehr beeindruckt von dieser Art, das anzuschauen, von dieser Einsicht. So as you raise your son, know that you can never do it right. As always, it could have been better kind of thing. Yes, it's the way it goes. Während du also deinen Sohn großziehst, ist es wichtig zu wissen, dass du es nie perfekt, nie 100% richtig machen kannst. Das ist einfach, wie es ist. Das ist, wie es geht. So the thing just flashed into my mind, I shall tell you, I don't know how it relates, but I shall tell you. In the zoo in New York City, where I was born, a gorilla had a baby. And everybody was impressed. In captivity, this gorilla had a baby. Da ist was anderes, was mir durch den Kopf geht. Ich bin nicht ganz sicher, wie das zu deiner Situation gehört, aber ich will es gleich wohl dir sagen. Im Zoo in New York, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen Gorilla, der hatte ein Baby. Und alle waren beeindruckt davon, dass ein Gorilla in Gefangenschaft ein Baby bekommen hatte. They discovered that the mother had parasites. And she was feeding the parasites with her milk towards the baby. Dann haben sie entdeckt, dass die Mutter des Gorilla-Babys Parasiten hatte und die hat die Parasiten mit der Muttermilch an das Baby weitergegeben. There was a big meeting of all the zookeepers and what to do. And part of the idea was take the baby away and cure the parasites and then bring the baby back. That was one of the positions. Es gab ein großes Treffen aller Fachleute und die haben beraten, was machen wir jetzt mit der Situation. Und eine mögliche Lösung war, wir nehmen das Baby von der Mutter weg und wir behandeln die Mutter und wenn die wieder gesund ist, dann geben wir das Baby an die gesunde Mutter zurück. And the decision they made, which I was very happy about, was that separating the baby from the mother is not good. That keeping the baby with the mother and then later we'll deal with the parasites. So they kept the baby with the mother and then at the right time they could do something about the parasites. But there was, let's separate the baby, let's separate the mother, cure the mother and then bring them together. And they felt this bond was more important than parasites, whatever, for the child, you know? Was die Fachleute dann schließlich entschieden haben, war das genaue Gegenteil. Sie haben entschieden, dass sie das Baby bei der Mutter belassen und dass sie, obwohl die Mutter krank war und die Krankheitserreger an das Baby weitergegeben hat, dass sie die Mutter das Baby weiter ernähren lassen, bis die Verbindung zwischen den beiden, das haben die Fachleute gesagt, das ist wichtiger als die Parasiten. Damit können wir später noch uns beschäftigen und das Baby, wenn das auch krank geworden ist, dann können wir das auch behandeln. Aber die Verbindung zwischen der Mutter und dem Baby, das ist der wichtige Faktor und das können wir nicht zerreißen, wollen wir nicht und sollten wir nicht zerreißen, weil das ist das eigentlich Wichtige, worum es geht. Und sie haben sich entschieden, die beiden zusammenzulassen und die Verbindung wachsen und entstehen zu lassen und erst später dann das Baby und die Mutter zu behandeln. Once for the prayer, I was a little kid, very small, I remember, and I was sick. I got sick, and my father had just arrived from being on the ship as a seaman. He just arrived, he walked home, and he saw I was sick. And then he started to scream at my mother, how can he be sick? And my mother looked like, well, he caught a cold. But like for him, I'm not supposed to be sick, you know? He was so enraged that I was sick. Ich erinnere mich an eine Kindheitssituation, wo mein Vater, der ein Seemann war, von einer Fahrt auf See zurückkam und das war ein Moment, wo ich gerade eine Grippe hatte, wo ich krank war. Und mein Vater kam herein, sah, dass ich krank im Bett lag und wurde wütend und schrie meine Mutter an, wieso sie zulässt, dass ich krank werde.